Da brauche ich noch nicht mal ein Opfern, weil es nichts bringt. Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Part Hicks Shots of Fate mit Häschen-Action zu Ostern. Und wir spielen gegen den Dunkelturm Vollstrecker als nächstes. Bis jetzt haben wir noch gar nicht verloren. Voll krass, ne? Fragt sich nur, wie lange es noch anhält. Gut, wir behalten die Hand mal, auch wenn wir gerade noch nicht viel können. Wow, noch ein Splitter. Weiter. Die steht sogar schon auf Deutsch. Wie hat sich zu blocken? Na, der tut durch Blocken. Ba 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 ba, okay. Und das ist noch Raserei 1. Toll. Hier können wir mal was anderes bekommen außer Splitter. Weil so kann ich nicht gewinnen, wenn ich nur Splitter bekomme. Ja, komm, mach zwei Schaden. Daraus ist gerade ganz schön windig, ey. Schlimm. Ah. Komm, spiel. Kampfspringer. Okay. Übertreib's mal nicht. Tschüss. Sind meine zwar auch drauf, aber die sind weg. Die macht den Gegner ein bisschen klein. Okay. Sollte vielleicht aufpassen, nicht anzugreifen, denn. Nee, jetzt noch nicht. Moment, ich kann den auch das hier machen. Okay.
Toll. Boah. Übertreibt's mal nicht. Was 3-1, ne? Ja. Tschüss. Wenn diese Karte stirbt, erschaffe eine zufällige Einheit mit Dunkelturm im Namen, bla bla bla. Boah. Angreifen wir jetzt ganz schlecht. Tschüss. Endbringer. Boah, 3-5. Auf alle Fälle kann ich was wegblocken, falls er angreift. Blocken muss er ja. Okay. Ich glaube, ich habe verloren, ne? Ich hätte einen da lassen sollen. Schade. Der Tierkreisschamane. War knapp. Hätte man schaffen können, wenn ich einen noch übrig gelassen hätte. Zuerst spielen. Ich behalte dich. Gut. Blutträger. Die beiden kann ich ja noch nicht spielen, aber es kommt noch. Siehst du? Wildwuchs bringt noch nichts, weiter zur Angriffsphase. Weil Wildwuchs hebe ich mir denn doch noch lieber auf. Nuri ist immer ganz gut hier. Na, nochmal. Falls der eine stirbt, habe ich noch einen in der Hinterhand. Na gut. Aber war noch nichts ausgespielt. Da brauche ich noch nicht mal ein Opfer, weil es nichts bringt.
Den überrennen wir. Tja. Also Rai macht sein Übliches noch dazu. Geisterorakel. Wenn du eine Aufladung erhältst, erhält eine Einheit deiner Wahl plus 1 plus 1. Das nächste. Und Mord. Und das war's schon. Gold. Haben wir die Niederlage von da wieder ein bisschen weggemacht. Nicht so doll, aber ein bisschen. So. Weil hier steht's ja immer noch als Niederlage. Champion bekämpfen der Seegras-Gigant. Das ist Schweden. Na, hoffen wir mal, dass Splitter kommen. Ist halt immer ein bisschen schwierig, Einheiten auszuspielen, wenn man nicht genug Splitter auf der Hand hat. Ah, da kommt noch mal ein. Schon noch mal die Pilzbut auf dem Feld. Aber ein Wildnissplitter wäre auch noch gut. Okay. Gleich opfern bringt hier nichts, aber. Das ist immer noch die super KI. Nochmal ein Blutsplitter. Ja. Boah, gib mir doch mal was anderes. Nicht nur Wildnissplitter, nicht nur Blutsplitter, ich brauche Wildnissplitter. Sonst komme ich nicht weiter. Brigadons Gebrüll. Wenn du eine Champion-Fähigkeit einsetzt, erschaffe eine gefährliche Kreatur. Sie erhält plus eins für jede verbrauchte Aufladung. Bringe die Karte ins Spiel. Wenn eine gefährliche Kreatur stirbt, erhältst du eine Aufladung. Naja. Dafür ist das Ding eigentlich nur da. Das ist nur dafür da, dass noch Aufladung hinzukommen. Die kein Artefakt ist. So, das ist keine Kreatur, das ist eine Konstante. Dann kann ich ja einfach so machen. Weil es gibt ja auch Ausrüstung für andere Karten, nicht nur für Einheiten. Okay, noch ein Wildnissplitter. Gibt's da nicht. Bis jetzt wurde noch keine Champion-Fähigkeit eingesetzt. Ach so. Deshalb brauche ich 10.
Okay, endlich mal was. Achso, ist ein Artefakt. Ja, gut. Boah. Ja, mach mir einen Schaden, ist mir egal. Endlich. Okay. Ist mir im Prinzip erstmal egal. Die kriege ich ja gleich los. Tschüss. Nein, ist egal. So. Tschüss. Egal. Ich habe einfach die Masse gerade. Ja, egal, komm. Ende. Und Gold. So, beim nächsten Mal haben wir denn den nächsten Boss, seine Majestät König Gabriel. Mal gucken, ob wir gewinnen. Wir haben schon ein bisschen was hier geschafft. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr kein Video weiterhin verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr was loswerden wollt. Bis dann und ciao, ciao.